Heute gibt es ein Unpacking für euch, ganz spontan. Aber bevor es das gibt, muss ich mich noch kurz entschuldigen, dass die letzten zwei, drei Wochen, immer mal Videos ausgefallen sind. Normalerweise kommt ja jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein Video von mir. Ihr könnt euch auch eigentlich immer darauf verlassen, aber bei mir hat die Uni wieder angefangen, wie bei den meisten anderen Studenten auch. Und dieses Semester ist wahnsinnig voll an den Sachen, die ich machen muss. Und ja, es ist sehr, sehr stressig. Ich lese auch nichts für mich selber, sondern tatsächlich nur für die Uni im Moment, weil ich nicht dazu komme, irgendwas anderes zu lesen. Und falls also eins wegfällt spontan, ich plane es jeden Donnerstag und Sonntag zu tun. Auf jeden Fall, ich möchte das auch gerne machen, weiter als mein Hobby. Aber es kann eben sein, dass zwischendurch spontan eins nicht kommt, weil ich es aus Stressgründen nicht schaffe. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ja, das wollte ich nur gesagt haben, damit ihr wisst, es kann passieren, aber ich werde versuchen, dass es nicht passiert. Genau, das war auch schon alles vorneweg. Und jetzt zeige ich euch das Paket. Das ist dieses schöne Paket hier von der lieben Jule. Hi Jule und danke für das Paket. Mein Paket ist, wenn du dieses Video siehst, auf dem Weg. Es tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ja, ich packe es jetzt trotzdem aus. Ich hoffe, das ist okay. Und hoffe, dass du und alle anderen Spaß an diesem Unpacking haben. Ich liebe Unpacking, ja. Also Unpackings. Ich gucke sie sehr gerne und ich mache sie auch sehr gerne. Und falls ich zu viele Füllwörter nutze und viel zu schnell spreche, verzeiht es mir. Bei Videos, die geplant sind, ist das eher aufhaltbar. Und das hier ist ein sehr spontanes Video, weil das Paket sehr spontan heute bei mir reingeschneit ist. Der Postbote hat sich nicht so gefreut. Aber es ist nicht so schwer. Also, ja. Ich habe hier eine Schere. Das ist auch nötig, denn es ist sehr, sehr gut verpackt. Aber ich wurde schon vorgewarnt. Okay. Ja. So. Das ist erledigt. Und dann packen wir es mal aus. Ich bin so gespannt, was drin ist. Ich weiß, dass hier ein Buch drin ist, weil wir ja... Ja, es ist so ein Buchwichtelpaket, was wir nur zu zweit gemacht haben. Warum geht das Licht jetzt aus? So. Und ich habe Angst, mich zu schneiden. Ich kann mit Scheren nicht umgehen, tatsächlich. Oh Gott, ich habe so Angst. Also, wenn ich das aufbekommen habe, dann ist alles gut. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen begnügen. Ihr seht ja, wie lang das Video ist. Naja, ist wahrscheinlich nicht die Auswahl. Ah, okay, okay. Nicht, dass ich jetzt alles reinschneide. Ja, ich hätte es vielleicht vorher schon mal aufmachen sollen, ne? Ich habe es vergessen, sorry. Das war die Vorfreude, dass ich unbedingt das Video jetzt drehen wollte. Aber es ist gar nicht so schwer. Ich hatte schon Pakete, wo ich das schwieriger aufbekommen habe. Muss ich ehrlich sagen. So, das Paket ist offen. Und vorne oder oben drauf ist Zeitungspapier. Moment, ich zeige es euch auch gerne sofort. Ich entdecke schon das wahnsinnig süße Geschenkpapier darunter. Das Ganze sieht so aus. Ihr seht also auch noch nicht mehr als ich. So. Zeitungspapier. Oh mein Gott. Es ist so süß verpackt einfach. Sie hat sich so viel Mühe gegeben. Ich schäme mich jetzt schon für mein Paket. Also wenn du mein Paket bekommst. Gut, das Paket, das Geschenkpapier ist golden. Aber das war's auch. Also nein, ich habe mir schon Mühe gegeben, aber... Ach, was hast du denn da alles reingepackt? Es ist so süß verpackt. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein Päckchen. Ist das nicht süß? Oh, mit so Monster-Stickern drauf. Ich hätte Sticker kaufen sollen. Und Halloween-Sticker. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Und vorne drauf ist Ice Age. Kollision voraus. Welcher Teil ist das? Ich weiß nicht. Okay, ich packe jetzt mal aus. Oh Gott, ist da viel drin. Ja, ich schäme mich für mein Paket. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nachgedacht und hoffe, dass es dir trotzdem gefällt. So, ich packe es jetzt mal aus. Wo ist meine Schere? Hier. Ich finde es auch voll süß, dass es hier mit so einem Band, also mit so einem Stoffband noch umpackt ist. Ja, meine Schere findet das nicht so toll. So. Oh, ich habe Sid zerstört. Oh Gott, guckt ihn euch an. Es ist, tut mir leid. Sid ist ja mein Lieblingscharakter. Schon immer gewesen. Naja, gut, ich mochte ja nicht alle Teile, aber... Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist mein Untergang, aber... Oh mein Gott! Du bist ja verrückt. Okay, ich schäme mich noch mehr. Hier haben wir Mint Chocks, nicht Chinkmon, sondern Mint Chocks. Und obendrauf sind Five Gums, tropische Früchte, Pulse, die gelben, die ich liebe. Im neuen Format. Keine Ahnung, was das neue Format heißt. Wahrscheinlich sind die kleiner und handlicher, sozusagen. Aber sie hat damit zwei meiner absoluten Lieblingssüßigkeiten. Nämlich erstens, das hier sind meine absoluten Lieblingsbonbons. Da geht nichts drüber, jemals. Und meine absoluten Lieblingskaugummis, da geht nichts drüber, jemals. Ich mag die gelben am liebsten, weil ich gar nicht alle mag von den Five Gums. Und, oh mein Gott, du bist so genial. Ach.
Okay, ich ahne schon wieder, dass mein Zuckerpegel steigen wird in nächster Zeit. Also eigentlich gut fürs Lernen. So, das sind wahrscheinlich. So, wir machen erstmal das hier. So länglich. Ich habe es jetzt genau vor mein Gesicht gehalten. Ist auch schön. Also, ihr seht, verpacken, beziehungsweise entpacken ist beides eine Kunst. Tatsächlich. Aber ja, ich bin auch nicht so gut im Verpacken. Bitte verzeih mir. Ja, so, wir haben dieses Päckchen. Das ist sehr leicht. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Mal gucken. Okay. Oh mein Gott! Kuschelsocken! Sie hat mir Kuschelsocken reingepackt. Mir ist dauernd kalt an den Füßen. Ich habe immer zwei Sockenpaare an. Also, oh mein Gott! Ich habe neulich noch überlegt, sind die auch von den Nunana? Für kalte Leseabende. Viel Spaß beim Tragen. Oh, danke schön. Ja, ich werde sehr viel Spaß dabei haben. Sind die auch von der Nunana? Bei der Nunana gibt es die auch, allerdings mit Mustern. Und ich habe zwei Paar davon und es reicht nicht. Ich habe neulich überlegt, ob ich losgehend neue kaufe, aber jetzt muss ich ja nicht. Ach, die sind übrigens falsch rum. Also Socken gehören natürlich so rum. Ne, so. Welche Größe ist das denn? Ah, die werden mir schon passen, ne? Ist ja bestimmt eine Uni-Dingsgröße. Ja, vielen, vielen Dank. Ich liebe Socken. Und mein Fuß ist eingeschlafen, als wäre er entweder dafür oder dagegen. Ich hoffe, dafür. So. Dann haben wir noch das hier. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Das ist in so einer Luftpolsterfolie verpackt. Die darf ich nicht meinem Freund geben. Der ja, ist dann so ein bisschen wie eine kleine Katze, wenn er sowas bekommt. Ja. Ich freue mich riesig. Oh mein Gott, dein Paket ist genial. Jetzt schon. Also, oh, danke. Du bist echt die Beste. Okay. What is it? Oh, what is it? Ein Männchen. Es ist ein Männchen. Nein, es ist ein Engelchen. Oder ist es ein Engelchen? Es ist ein Engelchen, das an so einem, ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob das Christbaumschmuck ist, wahrscheinlich schon, also an so einer Schnur hängt und vorne drauf steht, von Herzen, kann man das lesen? Wahrscheinlich nicht. Von Herzen alles Liebe und das ist so süß. Dankeschön. Und ich hätte es auch, na gut, ich habe dafür einen Brief mit reingelegt, der persönlich ist, das ist meine persönliche Note. Bist du ja verrückt? Ah, oh, Post gibt's auch. Okay. Eine Leseprobe von Robin Stevens. Mord ist nichts für junge Damen. Finde ich absolut. Ist ja auch wirklich nichts für junge Damen. Tolles Cover schon mal. Also, das ist wahrscheinlich auch das Buchcover. Knieseberg? Ich kenne den Verlag gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es sieht sehr schön aus. Also von der Aufmachung ist jetzt schon meins. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber Mord, Krimi und so, es klingt so sehr Miss Marple-mäßig. Und das liebe ich ja. Also, da lese ich auf jeden Fall mal rein. Ich habe dir keine, glaube ich. Ach, ich verrate jetzt schon alles. Das ist doch doof. Ja, egal. Vielen, vielen Dank. Und dann hier noch eine Karte. Ah, Greetseeler Hafen. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Aber es sieht sehr schön aus, tatsächlich. Und dann wollen wir mal lesen. Nein, ich lese das nach. Das lese ich nachher. Okay, Entschuldigung, mein Fuß ist eingeschlafen. Drei Pakete, die alle aussehen wie Bücher. Wenn ja, du bist verrückt. Wirklich. Also, what the hell? Okay. Übrigens, ich muss, glaube ich, das Geschenkpapier aufbewahren. Seht ihr das? Mit den ganzen. Ist das nicht süß? Ich finde das wahnsinnig süß. Okay. Nein, nicht. Muss ich den jetzt. Nee. Ich dachte, ich müsste das eine Monster kaputt machen. Das wäre natürlich. Und das, wie nennt man das? Das Washi-Tape ist auch sehr, sehr schön. Bin ich jetzt wieder unscharf? Meine Kamera und ich müssen, glaube ich, noch ein paar Dinge ausdiskutieren. Ah, sehr schön. Das sieht aber toll aus. Wow, ein geiles Cover. Okay, ich enthalte euch nicht vor, worum es geht. Von Eva Almstedt, Kalter Grund. Wir haben darüber geredet, weil sie diese Autorin sehr, 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 sehr empfiehlt. Das ist eine Krimi-Autorin, ja. Und die hat eine Krimi-Reihe geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie viele Bände. Jule wird es wissen, aber ich weiß es nicht. Sehr viele Bände auf jeden Fall. Und dann hat sie gesagt, ja, das musst du unbedingt lesen. Und irgendwie hat mich der neueste Band nicht so angesprochen. Und dann hat sie gesagt, ja, du musst sowieso beim ersten anfangen. Und dann gesagt, ja, das ist der erste Band. Und ich habe halt gezögert, weil ich sehr wenig Krimis gelesen habe bisher. Und deswegen weiß ich natürlich nicht, ob das meins ist oder nicht. Es sieht sehr gut aus. Also es sieht wirklich, ist ein tolles Cover. Lübbe Verlag ist sowieso sehr, sehr gut, was so Grusel, Krimi und Thriller angeht. Ja, und natürlich hat sie es mir empfohlen und deswegen muss ich es ja lesen. Es überrascht mich nicht ganz so, weil sie schon erwähnt hatte, dass sie es vielleicht mit reinlegt. Aber danke, danke, danke. Ich finde es super, dass es mit reingelegt ist. Es sieht toll aus
Und ich kann euch nicht sagen, worum es geht. Und ich werde auch, glaube ich, nicht hinten drauf lesen. Hier stehen nur drei Leichen auf einem abgelegenen Hof und ein tödliches Geheimnis. Und das ist alles, was ich weiß. Und ich muss auch nicht mehr wissen. Ich freue mich riesig drauf. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Das ist halt ein bisschen das Doofe mit der Entfernung. Ich würde dich sehr, sehr gerne gerade umarmen. Mehrfach. Ach, okay. Oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. Ich hätte mir mit der Verpackung auch noch ein bisschen Mühe geben müssen, wahrscheinlich. Ich esse Schokolade nur an Tagen, die auf G enden und Mittwochs. Steht hier vorne drauf. Außerdem mein Name und ein Bild von Somenia. Ein Film, den ich so mega liebe. Wow, vielen Dank. Ich werde das Geschenkpapier auf jeden Fall einrahmen. Ich werde es nicht einrahmen, aber in Ehren halten. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Video zu lang wird. Nee, okay. So. Ihr könnt mir ja mal sagen, ist es euch zu lang? Nein, es ist noch nicht zu lang. Ne? Okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Yes! Ah, Maddie wird sich freuen. Wer will schon einen Rockstar aus der Rockstar-Reihe von Kylie Scott? Das hier müsste der zweite Teil sein. Maddie liest den nämlich gerade. Die hat den auch. Jetzt muss sie ihn mir nicht mehr ausleihen. Ich habe davon den ersten Teil. Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott. Das ist die Rockstar-Reihe. Vier Teile hat das Ganze. Und es geht immer um einen anderen Charakter. Jeder Charakter ist allerdings einer aus der Band. Und das ist das einzige Buch in diesem Genre, also New Adult, das ich lese und liebe. Tatsächlich. Ich mag das Genre überhaupt nicht. Ist nicht mein Ding. Aber die New Adult, also die, wie nennt sie? Rockstar-Reihe, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Die ist wahnsinnig gut. Okay, ich habe nur den ersten Teil gelesen. Aber warum sollte der zweite nicht genauso gut sein? Vielen Dank dafür. Ich habe tatsächlich richtig Bock drauf. Aber ich. Meinst du, ich muss den ersten dafür nochmal lesen? Kannst du ja nicht sagen, weil du es ja nicht lesen wirst. Aber, so. Und noch ein Buch. Oh, das kannst du doch echt nicht machen. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Bitte versuch, mein Paket trotzdem zu mögen. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Allerdings nicht mal ansatzweise so viel wie du. Also, oh, krass. Auch hier dieses, also diese Sticker, die hier drauf sind, ne? Das ist echt so liebevoll gemacht. Wo hast du die her? Ich hätte die auch gerne. Also, ich meine, ich habe sie ja jetzt indirekt, aber. Ja, ich finde die sehr schön. Renne ich eigentlich? Bin ich zu schnell? Ich hoffe nicht. Aber ich bin auch sehr neugierig, welches Buch sich hier hinter verbirgt. Vielleicht ist es gar kein Buch. Das ist wie bei Manuel Neuer, ne? Man weiß ja nicht, wie es so aussieht. Okay. Moment. Ich mache das sehr sorgfältig auf, weil das Geschenkpapier möchte ich nicht verschandeln. Ja. Oh, okay. Sag mal. Yes! Okay. Von Colin Hoover, Love and Confess. Und das steht schon ewig, Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Aber irgendwie habe ich es mir nicht gekauft. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich fand ja die Slam-Reihe ganz gut. Ich habe den ersten und den zweiten Teil gelesen. Ich mochte beide. Ich habe den ersten geliebt. Den zweiten, den fand ich okay. Den dritten wollte ich nicht lesen, weil wozu? Aber ich habe das hier auf der Wunschliste gehabt. Ich habe nicht all ihre Bücher auf der Wunschliste, nur die, die von der Geschichte her interessant klingen. Und hier geht es um Auburn. Auburn? Auburn? Die nach Dallas zieht und da jemanden kennenlernt. Und ja, irgendwie verlieben sie sich und irgendwie ist es nicht ganz einfach. Ist es das Buch? Jetzt bin ich gerade gespannt. Ja. Und zwar verliebt sie sich in einen Künstler und die Kunstwerke des Künstlers sind auch hier drin und es hat auch ein bisschen was mit Kunst zu tun, aber auch ein bisschen mit Liebe und es ist so, ja. Colin Hoover soll ja sehr toll sein. Viele waren begeistert und ich bin super, super gespannt, wie es mir gefällt. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem ich anfangen soll. Ich bin, glaube ich, geneigt, mit Eva anzufangen, der einem steht, also dem Krimi. Obwohl ich eigentlich was Leichtes auch gebrauchen könnte. Ich lese so viel Literarisches im Moment. Also wenn ihr wüsstet, was ich lese, würdet ihr umkippen wahrscheinlich. Ja. Ja, ich guck mal, mit was ich anfange. Ich kann es euch gar nicht sagen, aber ich freue mich riesig drauf. Vielen, 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 vielen Dank für dein Paket. Das war Wahnsinn. Also wirklich, was hast du denn da alles reingepackt? Krass. Ich hoffe, du bist von meinem nicht enttäuscht. Ich hoffe, du magst es trotzdem sehr. Ja. Mal sehen. Ich hoff's. Und ja, danke für alle, die zugeguckt haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich am Sonntag. Bestimmt am Sonntag. Ich drehe jetzt das Video für den Sonntag schon mal vor, damit ihr es auf jeden Fall am Sonntag bekommt. Und wir sehen uns am Sonntag dann. Und danke fürs Zuschauen. Ciao. Achso, wenn ihr übrigens die Bücher kennt, dann sagt mir Bescheid und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Alles klar. Tschüss.